Die Herrin des Hauses, die Zierde der Firma. Mit ihrem Aussehen, mit ihrem Benehmen. Sie sitzen wie eine Königin in Kontor und setzen die Sklaven in Bewegung. Die Gäste defilieren an ihrem Thron vorbei und legen demütig ihre Schätze auf ihren Tisch. Sie sollten mal die Leute sehen, wie die zu zittern beginnen, wenn sie eine Rechnung in die Hand bekommen. Lassen Sie uns von hier fortreisen, gleich mit dem nächsten Zug. Um 6:30 Uhr sind wir in Hamburg, um 8:40 Uhr in Frankfurt, in Basel nur einen Tag und in Como. Warten Sie mit der Gottheit an. Sag, dass du mich liebst. Komm, umarme mich. Nein, ich kann nicht. Nicht, solange wir hier im Hause sind. Ich liebe Sie. Wie können Sie überhaupt nur daran zweifeln? Wie? Sag du. Nicht, solange wir hier im Haus sind. Da ist die Vergangenheit. Da ist der Graf. Ich bin noch nie mit einem Menschen zusammengetroffen, vor dem ich so großen Respekt hatte. Ich brauche nur seine Handschuhe hier auf einem Stuhl liegen zu sehen. Und schon komme ich mir ganz klein vor. Hör ich die Glocke, fahre ich zusammen. Und wenn ich hier so seine Stiefel stehen sehe, so stolz und gerade, dann packt's mich im Rücken. Aber ich habe Vorurteile, dass man uns von Kindheit an eingeimpft hat und dass man sein Leben lang nicht los wird. Kommen Sie mit mir fort. In ein fremdes Land und man soll auf den Knien liegen. Auf den Knien soll man liegen vor der Livree meines Portiers. Aber nicht ich. Ich bin nicht dazu geboren, auf den Knien zu liegen. Denn in mir ist ein Stoff. Charakter. Und habe ich erst den ersten Zweig erreicht, dann sollen Sie mich mal klettern sehen. Heute bin ich Bedienter, in einem Jahr Proprietär, in 10 Jahren Rentier. Und ich sage, merken Sie wohl, sage kann, als Graf enden. Gut. Gut. In Rumänien, da kauft man sich den Grafentitel. Dann werden Sie ja doch eine Gräfin. Meine Gräfin. Was mache ich mir aus all dem? Sag, dass du mich liebst, sonst... Was bin ich sonst? Später, nur nicht hier und jetzt. Und jetzt bloß keine Überempfindlichkeiten. Sonst ist nämlich alles verloren. Wir müssen die Sache ruhig angehen. Kommen Sie, setzen Sie sich hier. Herr, und ich setze mich hier hin. Haben Sie kein Gefühl? Ich? Es gibt doch überhaupt kein Gefühl von neuen Menschen als mich. Aber ich kann mich beherrschen. Gott, wo konnten Sie meinen Schuh küssen? Und nun? Ja, das war vorher. Jetzt haben wir anderes zu besprechen. Sprechen Sie nicht so hart. Nicht hart, aber klug. Also Ihre Pläne. Ich finde, Sie sind ganz annehmbar, aber... Zu großen Unternehmen gehört ein großes Kapital. Haben Sie das? Gewiss, ich habe meine Fachkenntnisse. Aber davon können wir uns nicht mal eine Bahnkarte kaufen. Das ist wohl wahr. Deshalb suche ich einen Menschen, der es vorstrecken kann. Und wo finden Sie den in der Eile? Den werden Sie finden, wenn Sie mein Kompagnon werden. Ich? Das kann ich nicht. Und ich selbst besitze nichts. Die ganze Sache ins Wasser. Ja und? Alles bleibt, wie es ist. Glauben Sie, ich bleibe noch länger unter diesem Dach als Ihre Hure? Denken Sie, ich will, dass die Leute mit den Fingern auf mich zeigen? Denken Sie, ich kann nach all dem hier meinen Vater noch ins Gesicht sehen? Nein. Bringen Sie mich fort! Von Niedrigung und Entehrung. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich getan? Jetzt fängt das an, was Sie getan haben. Was tausende andere auch getan haben. Jetzt verachten Sie mich. Ja.
Ah, fahren Sie ruhig nieder zu mir. Ich werde Sie später emporheben. Welche entsetzliche Macht zog mich zu Ihnen hinab? Ist das Liebe? Wissen Sie überhaupt, was Liebe ist? Ja, das will ich wohl meinen. Denken Sie, ich hätte noch nie zuvor Gefühle gehabt? Welche Sprache Sie sprechen, welche Gedanken Sie denken. So bin ich und so habe ich es gelernt. Seien Sie nun nicht so nervös und spielen Sie vor allem nicht die feine Dame, Sie haben sich doch die Suppe selbst eingebrockt. Komm, ich will dir ein Glas extra geben. Woher haben Sie den Wein? Aus dem Keller. Meines Vaters Burgunder. Er ist vielleicht zu schade für den Schwiegersohn. Dieb. Wollen Sie mich etwa vertratschen? Die Mitschuldige eines Diebes. Bin ich heute Nacht betrunken gewesen? Gibt es einen Menschen auf der Welt, der so unglücklich ist wie ich? Warum sind Sie es? Nach solch einer Eroberung? Denken Sie doch mal an Christine da drinnen. Glauben Sie, sie hat keine Gefühle? Ich glaubte es. Knecht ist Knecht. Hure ist Hure. Ich kann nicht leugnen, dass Sie mir leid tun. Damals, als Sie im Zwiebelbett lagen und ich Sie im Rosengarten sah, jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, da hatte ich dieselben schmutzigen Gedanken wie alle anderen. Und doch wollten Sie für mich sterben. Das? Die Geschichte mit dem Peter habe ich mal in einer Zeitung gelesen. Irgendeine Lüge musste ich mir ja einfallen lassen. Die Frauen sind doch immer nur mit schönen Lügen zu fangen. Schuft. Hure. Ich sollte das Aushängeschild Ihres Hotels werden. Und ich das Hotel. Ihre Kunden anlocken, ihre Rechnungen fälschen, in Ihrem Konto sitzen. Glaubst du, ein einfaches Mädchen berührt Männer so wie du? Ich bin überzeugt, wenn Sie einmal die Begierde eines Mannes erweckt haben, so erlischt diese wohl niemals. Sie war von ganz einfacher Herkunft. Und sie wurde in den Lehren von Gleichheit und Freiheit der Frau erzogen. Außerdem hasste sie die Ehe. Als mein Vater um ihre Hand anhielt, antwortete sie, sie würde niemals seine Frau werden. Dann wurde sie es doch. Ich kam zur Welt. Gegen den Wunsch meiner Mutter, soweit ich weiß. Ich
Ich sollte von meiner Mutter zu einem Naturkind erzogen werden. Ich sollte alles genauso lernen, wie es ein Junge zu lernen bekommt. Sozusagen als lebendiges Beispiel der Gleichberechtigung. Ich durfte Jungenkleider tragen. Lernte Pferde versorgen, musste sie striegeln, anschieren, auf die Jagd gehen. Durfte am Feld arbeiten. Und am Hof wurde den Männern Frauenarbeit und den Frauen Männerarbeit übertragen. Mit dem Erfolg, dass der Besitz anfing herunterzukommen. Und wir zum Gelächter der gesamten Gegend wurden. Nach einiger Zeit fing mein Vater an zu revoltieren. Es wurde wieder alles nach seinen Wünschen umgeändert. Auf ihn wurde meine Mutter sehr krank.